Hallo Leute und willkommen zurück zu Demetrius the Big Cynical Adventure. Ja, hallo zusammen. Ja, wir haben zuletzt einen Tipp bekommen gehabt von dem lieben Countshine, bei dem ich mich sehr freue, dass er auch wieder dabei ist als mein Zuschauer und vielleicht sich hoffentlich meine Let's Plays schaut. Vielen Dank nochmal an der Stelle für den Tipp, dass hier Kekse versteckt sind. Die haben wir nämlich das letzte Mal total irgendwie vergessen zu suchen. Und deswegen haben wir jetzt mal ein bisschen geguckt gehabt, wo vielleicht einer sein könnte. Und natürlich, er meinte halt, an der Wand sollen wir gucken, aber ich habe hier direkt bei der Tastatur einen gefunden. Der Polizist hat wohl vor kurzem Kekse gegessen. Da haben wir auch schon den ersten Keks. An der Wand soll einer sein. Vielleicht hier. Ach, da, guck, ich habe ihn schon. An der Dartscheibe. Hätte man sich auch schon wieder fast denken können hier oben. Wo Kekse nun mal hingehören? Sieht aus, als hätte jemand auf einen Keks gezielt. So, da ist der zweite. Ich bin übrigens ein bisschen erkältet noch, hatte ich bei Facebook erwähnt. Aber ich habe sehr viel Lust, wieder mehr aufzunehmen und auch anderes noch als dieses Spiel natürlich. Ja, ich bedanke mich immer für die Treue bis hierhin und habe, wie gesagt, sehr viel Bock, weiter aufzunehmen. The Evil Within Life is Strange, das sind ja auch immer gerne so eure Fragen. Nehme ich das weiter auf? Ja, das möchte ich weiter aufnehmen und natürlich weitere neue, alte, neue Spiele, also je nachdem, wozu ich Lust habe, aber ich habe Lust und es fehlt eher an Zeit oder wie im Moment, dass ich halt kurz krank war, aber alles wieder gut. Uns fehlt der dritte Keks, das ist jetzt unsere Aufgabe, Maître. Wo könnte ein dritter Keks sein? An der Rezeption, an dem kleinen Monitor sehe ich was. Du hast recht. Da, du hast recht. Jemand, der wütend auf diese Behörden war, muss diesen Keks hier platziert haben. Ich glaube, wir haben alle, oder? Ja. Waren das drei? Das waren drei. Ja, wir haben jetzt auch sechs Kekse. Das ist ja cool. Ein Keks essen, nö. Ja, ich wüsste sowieso nicht, wie mein Keks helfen sollte. Ja, wir wollten nach oben gehen, in die obere Etage. Dann versuchen wir das doch mal. Da wollten wir auf jeden Fall hin. Mal gucken. Ja. Mal hochfahren. Monsieur? Hallo? Text? Der kommt noch. Sie dürfen nicht nach oben gehen. Beim Maître wieder etwas verzögert. Oh. Ja, toll, wir dürfen überhaupt nicht nach oben gehen. Das ist ja ganz toll. Müssen wir dafür irgendwie was machen, dass wir nach oben gehen dürfen? Können wir da jemanden anrufen? Warte mal, ist... Wer ist denn hier... Kannst du mit Gewalt versuchen. Können wir nicht bei der Polizei anrufen, die ablenken so oder so? Weißt du, irgendwas machen, dass wir die ablenken hier, die Heinis? Oder, huch, bin ich wieder rausgegangen. Das war natürlich schlau. Ich quassel mal nochmal den hier an. Hier ist Ihr Beweis. Okay, was haben wir denn für einen Beweis gesucht? Lesen Sie diesen Artikel. Sehen Sie nicht die Parallelen zu meiner Geschichte? Nicht wirklich. Da steht, dass letzte Woche ein Antiquitätenhändler getötet wurde. Dieser Mann besaß dieselbe Statue wie ich. Und sehen Sie sich das Bild an. Auch bei ihm fehlt die Tafel. In Ordnung, aber das beweist gar nichts. Sie hätten sich die ganze Sache basierend auf diesem Artikel ausdenken können. Ich erwähne diesen Artikel in Ihrem Bericht, aber das war's. Und trotz all dem bekomme ich keinen Termin bei Inspektor Cassé. Tut mir leid, aber da kann ich im Moment nicht wirklich weiterhelfen. Und ich verdurste hier buchstäblich. Angenommen, ich würde Ihnen ein Getränk bringen. Würde das dabei helfen, einen Termin zu bekommen? Vielleicht. Vielleicht, wenn Sie mir ein Eis bringen. Ah, jetzt wollen wir das dafür auch der Eisladen. Ein Eis? Okay, das mache ich. Bitte schnell, ich ersticke in meiner Uniform. Jawohl, okay. Anzeigerstand, fehlende Tafel. Dann holen wir ihm doch mal ein Eis. Ich werde jetzt gehen. Gleich motzt da rum wegen der... Weil es kein Fruchteis ist. Das sehe ich. Guten Tag. So, ich habe erst gedacht, dass hier in dem Müll der Keks ist. Aber der war es ja nicht. Dann haben wir ja alle. Dann gehen wir mal raus. Wo ist denn das nochmal beim Zonnen? Zonen. Wie hieß es noch gleich? Zonen. Wie nennt? Wie? Maître? Ich habe keine Ahnung. Aber du hast es doch immer richtig ausgesprochen. Zonen. Antiquitätenladen? Ja, gut, okay. Ja, er weiß es auch nicht. Müsste ich jetzt nochmal sehen. Ja, kein Umtausch. Dann, hallo mal. Achso, du bist ja der Eisverkäufer. Entschuldigung. Hallo mal wieder, Monsieur. So, wir wollen ein Eis kaufen.
geben Sie mir bitte ein Eis. Welche Sorte? Keine Ahnung, Vanille vielleicht? Ein Vanilleeis, kommt sofort. Hier, bitteschön. Voll der ekelhafte Eisverkäufer. Vanilleeis erhalten. Das macht dann bitte 5 Euro. Boah, es ist teuer. In Ordnung, nehmen Sie meinen letzten Schein. Hoffen wir, dass es das wert war. Hier von diesem ekelhaften Typen und dann noch so ein teures Eis. Da wollen wir mal schnell weg. Zum Polizeirevier in der Hoffnung, dass das Eis bis dahin nicht geschmolzen ist. Sind Sie immer noch da? Bei einem so einem Wetter sollten Sie sich nicht so hetzen. Oh, ein Eis. Kipp, kipp, kipp. Wow, er hat es mir aus der Hand geschnappt. Was ist das? Naja, ein Vanilleeis? Ja, Vanille. Haben Sie Vanille gesagt? Ja. Ich hasse Vanille. Schmeckt furchtbar. Hey, Sie hätten es nicht gleich wegwerfen müssen. Woher soll ich das denn wissen? Ah, Sie hätten fragen sollen. Naja, trotzdem habe ich Ihnen ein Eis gebracht. Und wie sieht es jetzt mit dem Termin aus? Sie hätten mich fast vergiftet und jetzt wollen Sie, dass ich Ihnen helfe? Ja. Raus hier. Moment, Moment. Okay, ich bringe Ihnen noch eins. Was für eine Sorte mögen Sie denn gern? Kokosnuss. Gut, Kokosnuss. Und? Das ist alles. Sie mögen nur Kokosnusseis? Genau. Ich musste auch an den nervigsten Polizisten aller Zeiten geraten. Ich habe immer so ein Glück. In Ordnung, in Ordnung. Ich bringe Ihnen ein Kokosnusseis. Oh, das kann nicht wahr sein. Okay, aber ja, wir haben doch jetzt gar kein Geld mehr. Was machen wir denn jetzt? Und hier steht's übrigens. Ja. Tonen Antik. Ach, Donen Antik. Ah, Donen, ja. Genau. So nennst du das doch. Donen. Donen. Ja, hallo? Und kaufen Sie ein Eis? Spezialitäten. Es gibt auch das schottische Eis. Das ist im Moment im Angebot. Wirklich? Wie viel? Oh, 50 Cent. Weniger als 1 Euro? Wirklich? Warum ist es so günstig? Ah, naja, um die Wahrheit zu sagen. Das ist bloß Wasser. Ich meine, ein Eiswürfel. Ist ein schottisches Eis, wissen Sie? Lächerlich. Okay, wir haben aber kein Geld mehr. Sagen Sie mal, Ja? Ich bin nicht wirklich zufrieden mit meinem Eis gewesen. Es ist irgendwie versehentlich auf dem Boden gelandet und ich habe mich gefragt... Oh, tut mir leid. Kein Geld zurück. Sehen Sie, es steht ganz groß vorne auf meinem Wagen. Dachte ich mir. Wenn das so ist, würden Sie mir für das, was ich noch habe, ein Kokosnusseis verkaufen? Das wären 75 Cent. Sie armes Ding. Ich habe gar keinen Kokosgeschmack im Angebot. Meine Preise beginnen bei 5 Euro. Tut mir leid, Mann, aber ich führe ja ein Geschäft, wissen Sie? Yep. Wie blöd. Tschüss. Yep. Idiot, ey. Können wir dann was klauen? Oder was kann ich jetzt hier machen? Selber zusammenpanschen. Was kann ich denn mal machen? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Nee, oder ja, Hilfe benötigt? Wollen wir mal einfach einen nehmen? Einen Keks essen? Ja, bietet sich an. Knusper, Knusper, was passiert denn jetzt? Wie zum Teufel soll ich an ein Kokosnusseis kommen? Ich habe fast kein Geld mehr. Wie auch immer, ich rede nochmal mit dem Eisverkäufer und wir werden sehen. Ah, okay. Ja, Kekse widern mich jetzt an. Ich habe zu viele gegessen. Okay, dann reden wir nochmal mit ihm. Sie verkaufen immer noch Eis, wie ich sehe. Yep. Ja, aber was können wir denn... Noch welche? Wie wäre es mit einem polnischen Eis? So kalt wie Polen mit Wodka und Minze. Sie müssen nur vorsichtig sein, nicht zu viele zu schlucken. Außerdem ist es mir nicht erlaubt, es an Minderjährige zu verkaufen. Sehe ich aus wie ein Kind? Oh, also wollen Sie eins? Nö. Okay, nochmal.
Ansonsten habe ich nur die üblichen Geschmackssorten. Schokolade, Vanille, Erdbeere. Was können wir denn mal machen? Hier, wir haben ja noch 75 Cent. Irgendwas müssen wir doch mal machen können. Ja, wir punchen uns eins. Konservenlose. Sie sollten Wursteis in Ihr Sortiment aufnehmen. Na klar, dann gebe ich noch ein bisschen Salz, Gewürz und Brot dazu. Ja, ich meine es ernst. Nein, nein, tun Sie nicht. Hier, die DVD, vielleicht steht da ja drauf. Haben Sie überlegt, Boni für jedes verkaufte Eis zu verteilen? Ja, da müsste ich meine Preise verdoppeln. Soll das ein Scherz sein mit diesen unverschämten Preisen? Oh, ja, schon mal was von Gewinnmarge gehört? Führen Sie mal ein Geschäft, dann können wir reden. Das mache ich schon. Ich bin Antiquitätenhändler auf dieser Straße. Ja, und ich bin die Queen von England. Ich geb's auf. Sehen Sie das? Ihr Geld? Kaufen Sie mir davon ein Eis? Nein, ich will bloß, dass Sie sich die Finger nach den Reichtümern lecken, die Sie nicht bekommen können. Ah, Sie sind sehr lustig. Das war kein Scherz. Moment, haben Sie mir nicht von einem Eis erzählt, das nur 50 Cent kostet? Sie wollen wirklich eins? Ein Eiswürfel, der wie ein Eis aussieht? Ich glaube schon. Na, wie Sie wünschen. Hier, bitteschön. Ein Eis erhalten. Vielen Dank. Es ist ein echtes Vergnügen, Geschäfte mit Ihnen zu machen. Darauf können Sie wetten. Wie kriegen wir denn jetzt aber den Kokosnussgeschmack hin? Ja, den einmal irgendwie durch den Schrotter ziehen. Ja, das hättest du mal lesen sollen. Er leckt an dem Müll. Ich habe kein Glück, das schmeckt nicht nach Kokosnuss, bloß nach Müll. Und dann kotzt er. Zögern wir nicht, das könnte meine einzige Chance auf Kokosgeschmack sein. Und okay. Oh, verdammt, ich kann das nicht. Aber wie soll ich sonst ein Kokosnusseis finden? Okay, wir brauchen irgendwas, wo wir Kokosnussgeschmack herkriegen. Ja, dann kriegt der Polizist ja sein nettes Eis. Ja. Können das auch kombinieren dann? Kanaldeckel, könnte der nach Kokosnuss schmecken? Ich sollte aufhören, das zu tun. Leckt jetzt an all den Sachen. Chipstüte. Baum. Eigentlich habe ich den Weihnachtsschmuck erst letzte Woche abgenommen. Ich wollte ihn das ganze Jahr über da dran lassen, aber ein paar Kunden haben sich beschwert. Was können wir denn mal, vielleicht in seiner Wohnung mit Kokosnussgeschmack und so? Was machen wir da jetzt? Oder vielleicht kann sie, ja, weil ich nach Kokosnussgeschmack suche. Sonst kommen wir doch nicht weiter. Und wieder ein Cut. Tut mir leid, Leute. Matt hat mich aus unerklärlichen Gründen gerade nicht mehr gehört. Ja, okay. Ich bin in der Zeit mit Björn in seine Wohnung zurückgegangen. Und ja, dachte, okay, dann schauen wir hier mal nach Kokosnussgeschmack oder so. Aber das hat Maitre nicht mehr gehört. Maitre, wir sind auf der Suche nach Kokosnussgeschmack. Ja. Ich dachte, ich lecke mal an der Tür von der, wie hieß sie nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Nö, kein Kokosnussgeschmack, nur Holz und Farbe. Sandra, genau. Sandra, so hieß sie. Aber kann er da nicht? Komm, wir klingeln mal. Vielleicht kann sie ja irgendwie helfen mit Kokosnussgedöns. Sandra! Und, hast du das Buch, nach dem ich suche? Den Streit, sie selbst, das Kochbuch. Maitre? Das Kochbuch? Aber das haben wir ja noch nicht. Ja. Das müssen wir noch finden. Ja, können wir es beenden. Es wird uns nicht weiterbringen. Davon mal abgesehen, wie findest du dich in deinem neuen Leben zurecht? Achso, Quatsch, ich soll ja sie machen. Es ist hier echt anders als auf dem Land. Freunde zu finden ist viel schwieriger. Die Leute haben einfach nicht dieselbe Einstellung. Ich habe jetzt nochmal auf sie geklickt, weil ich dachte, vielleicht kann sie nochmal irgendwie helfen. Es würde mir nicht so ausmachen, dir dabei zu helfen, dich in unserer schönen Stadt einzuleben. Obwohl Fernand, unser Hausmeister, ist ja im Erdgeschoss, dir da wohl besser helfen könnte. Innerhalb einer Woche wirst du so viele Freunde finden, dass du nur noch eins willst. Zurück auf dein gutes, altes Land ziehen. Meinst du das jetzt ironisch? Hast du etwas gegen uns Landeier? Ah, Verzeihung, das habe ich falsch formuliert. Ich meine nur, dass ich lieber abgase als Kudung rieche. Was? Ich glaube, ich habe genug gehört. Auf Wiedersehen, Herr Tonen. Ja, tschüss. Hoppla, vielleicht bin ich ein wenig zu weit gegangen.
Kein Problem, ich lasse Sie sich eine Weile beruhigen. Ja, gut. Kann man machen. Kann man mal machen. Meistens. Oh, hier läuft was anderes und das Ding ist ja auch immer noch Schrott, aber wir brauchen, wie gesagt, Kokosnussgeschmack. Ich gehe mal zum Fernseher. Mhm. Meine Kochkünste werden sich nicht verbessern, wenn ich mir das ansehe. Nur meine Epilepsie. Vielleicht einmal das Eis durchs Katzenklo ziehen. Spielkonsole. Ich werde mir nie wieder eine kaufen. Zumindest nicht bis Glad of War 4 veröffentlicht ist. Ich kann es nicht erwarten. Schublade. Sie klemmt. Ich kann sie nicht öffnen. Seltsam. Da ist kein Schloss. Habe ich irgendwas? Hier vielleicht mit der Schere rum? Nee, die Klingen sind zu dick, als dass sie da reinpassen würden. Ja. Da ist schon wieder eine Chipstüte. Müllbeutel. Ich bin so genervt, dass ich ihn einfach liegen lasse. Okay. Rechter Schuh, linker Schuh. Schlafzimmer. Ist hier irgendwas, was uns weiterhilft? So von wegen Kokosnusstüten. Wenn ich die öffnen könnte, könnte ich nachsehen, ob da eine Kokosnuss drin ist. Aber ich erinnere mich nicht, eine da reingetan zu haben. Wahrscheinlich hat er im Bad welche aufgehoben. Im Bad. Naja, gut, ja. Da hat er ja alles Mögliche. Mülleimer. Ah, dieser Papierkorb ist nur dazu gedacht, jeden Mist zu lagern, den ich hier lese. Man könnte denken, dieser Vorhang verberge einige Überraschungen. In Wahrheit ist es aber dahinter genauso leer wie auf meinem Bankkonto. Wo finden wir sowas wie... Oder vielleicht so ein Parfum oder so? Mit Kokosnussduft? Das wäre schon echt eklig. Farbeimer. Schmeckt das auch wirklich nach Farbe? Ja, ich bestätige. Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht im Lagerraum fündig werden, aber ich kann hier nichts sehen, was auch nur annähernd nützlich wäre. Tasche hatten wir schon mal. Ist hier irgendwas mit Kokosnuss? Ganz leer. Schneekugel. So schön. Der Engel. Regenschirme. Pampasgras. Vielleicht schmeckt Pampasgras ein bisschen nach Kokosnuss. Nicht schlecht, aber es hat einen Salatgeschmack. Gut, ich verlasse das dann mal hier wieder. Vielleicht dann doch in seinem Antiquitätenladen? Da gibt's alte Sachen. Ja, eben. Naja, aber wir suchen ja nach Kokosnuss. Geschmack. Hm? Es gibt hier Hölzer, die riechen oder schmecken nach Kokosnuss. Ja, ich weiß nicht. Gut, dann sag mal, was wir anklicken sollen. Ja, den Sarkophag da links in der Mitte. Was? Ihn öffnen? Das ist meine seltsame Idee. Was, wenn ich einen Fluch freisetzen würde? Hä? Einige der Artikel in meinem Laden kommen aus Museen. Sie werfen manchmal cool aussehende Sachen weg, die sie für Fälschungen halten. Können wir den denn... Also, kann er den einfach aufmachen? Ich bin nur... Naja, ich hab's übersprungen, weil... Mhm. Warte mal, was hat die Statue da in der Hand? Hat die eine Kokosnuss? Das kannst du vorlesen. Sie sieht ein bisschen ägyptisch aus, aber vermutlich eine Fälschung. Ich bin kein Experte, bloß ein Verkäufer, aber sie sieht schön aus und so, daher verkaufe ich sie zu einem hohen Preis. Ich dachte, sie hat da vielleicht Kokosnuss in der Hand. Ich traue es ihm zu. In der Kiste vielleicht? Ja, wenn man diese Kiste öffnen könnte, hätte sie schon jemand gekauft. Obwohl das Rätsel ihres Inhalts sie auch attraktiv macht. Hast du denn eine Idee, wo wir hingehen könnten, um vielleicht nochmal was auszuprobieren, was wir noch nicht ausprobiert haben? Keine. Ja, er ist ja auch immer noch... Ich glaube halt nicht, dass wir hier weiterkommen. Bei ihm Tür? Ach was, das... Entweder ist niemand zu Hause, sind taub oder es kümmert sie nicht. Ich wusste gar nicht, dass man da... Sonnenschirm. Ich dachte, der Sinn und Zweck von Sonnenschirm ist es, Sonnenstiche zu vermeiden. Warum hat er ihn zur Seite gedreht? Können wir den vielleicht wieder dahin drehen? Er ist nicht sehr helle für einen kahlköpfigen Mann. Helle, die Sonne. Oh, ich habe einen Scherz gemacht. Vielleicht können wir da irgendwie waffeln? Das nenne ich mal ein Verkaufsargument. Vielleicht sollte ich dasselbe in meinem Laden aushängen.
Toll. Wenigstens einmal etwas aus Frankreich. Französische Produktion außer Eisenwaffen. Der ist viel zu klein, ich könnte darin nichts aufbewahren. Tennisball. Armer Tennisball, er kann nichts tun für das, was er für was er gemacht. Er kann nicht tun, für was er gemacht wurde. Zögern wir nicht, das könnte meine einzige Chance auf Kokosnuss. Ach ja, ja. Wagen. Witzig. Noch die Mülltonne, dem Fortschritt zuliebe. Es ist wie eine Mischung von allen möglichen Geschmäckern dieser Welt, außer Kokosnuss. Muffige Straße vor allem. Wo finden wir Kokosnussgeschmack? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wenn wir einfach zum Polizeirevier gehen und ihm das so andrehen, wird das wohl nicht nehmen. Verschwendetes Eis haben wir hier sogar auf dem Boden. Ja, sag ihm doch einfach, hier hast du dein Kokosnusseis. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ich kann es nicht leiden, wenn jemand einwandfreies Essen wegwirft. Jetzt leckt er da dran. Aber was machen Sie denn da? Nun, sehen Sie das nicht? Ich esse das leckere Vanilleeis, das Sie gerade weggeworfen haben. Ach du, meine Güte, sind Sie ein Schwein? Natürlich nicht. Schweine essen kein Eis. Dann guten Appetit. Danke, das war lecker. Wie konnten Sie das nicht mögen? Ich habe einen besseren Geschmack. Giddy geht. Oh, dafür habe ich eine Errungenschaft bekommen, beziehungsweise wir. Ja, das Eis ist jetzt weg, aber gut, wir versuchen es mal mit dem ihm. Oh, immer noch hier, wie ich sehe. Mhm. Hier, Eis. Wie konnten Sie überhaupt nur Vanille wählen? Vanille ist eklig. Hey, die meisten Leute mögen Vanille. Ah, die meisten Leute sind dumm. Okay, alles klar. Eiswürfel. Ah, wurde auch Zeit. Aber versuchen Sie mich hereinzulegen? Was ist los? Das ist kein Kokosnusseis, das ist Eiswürfel in einer Waffel. Und? Nehmen Sie das wieder an sich, bevor ich meine Nerven verliere. Mann, Sie sind so wählerisch. Okay, also das hat noch nicht geklappt. Gut, wir brauchen Kokosnussgeschmack. Irgendwo. Ich gehe nochmal in die Wohnung. Irgendwo müssen wir was finden. Wandmülleimer. Er hat einen gemischten Geschmack. Irgendwie schmeckt es nach Müll, du meine Güte. Ja, viel besser. Er leckt jetzt wirklich an allem. Irgendwas werden wir finden, was... Ja. Wir werden irgendwas finden, was dann bestimmt zufällig nach Kokosnuss schmeckt. Nehme ich mal an. Vielleicht in der Schranktür noch mal gucken. Oh, wie süß, die Kakerlaken sind wieder da. Schranktür noch mal. Ein Staubsauger, Bügeleisen, Putzmittel. Nutzloses Zeug. Jetzt ist sie leer, keine Knete mehr. Hier ist nur ein großes Betttuch dran. Alles in trockenen Tüchern. Steingemälde, Nachttischlampe. Vielleicht nochmal die Chipstüte. Jetzt ist sie leer. Vielleicht den Schuh. Ah, da ist er ja, toll. Nicht, dass ich sie tragen würde. Es ist 100 Grad draußen. Fahrenheit. Rechter Schuh? Nö, ich habe bereits die perfektesten Schuhe für dieses Wetter. Ach ja, was können wir denn mal ausprobieren? Die Teller. Sie schmecken vermutlich nach neuem Plastik. Schulbücher, Kiste. Es hat immerhin funktioniert. Der Dieb konnte sich nichts daraus nehmen. Beim Mäuseloch? Niemals. In dem Mäuseloch kann keine Kokosnuss drin sein. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht können wir die ja irgendwie locken oder so. Konservendose. Vielleicht, wenn ich die Maus sehe. Der Taschenlampe. Sie. Nee, das war die Zeitschrift. Mickey scheint nicht zu Hause zu sein. Oh Mann. Das Eis zum Mäuseloch? Barbie has big boobs. Aha. Achso, Buchtitel da oben. Nein, Mäuse bekommen davon Hautausschlag.
Waffen. Eine Hellebarde und einen Schläger, irgendwelche Waffen, glaube ich. Sie sind aus meinem Antiquitätenladen. Ich kann mich nicht erinnern, wann oder warum ich sie hergebracht habe. Wir brauchen aber Kokosnussgeschmack. Hier lagere ich meine Ohrenstöpsel, ja? Die ganze Schublade ist voller Ohrenstöpsel. Ich habe keinen anderen Platz, wo ich meine Socken lagern kann. Wenigstens kann ich meine Socken wechseln, wenn ich aufwache. Tja, die Statue nochmal, aber das bringt uns wahrscheinlich auch nichts. Strichmännchen, Tafelzeichnungen, Vogel. Nein, ich glaube, ich werde diesen Vogel nicht lecken, um zu prüfen, ob er nach Kokosnuss schmeckt. Ach, obwohl. Eklig. Also auch nicht. Die Vase. Vor kurzem habe ich Werbung gemacht, um meinen Laden zu bewerben. Ich habe das ganze Zeug hergebracht, um ein Bild davon zu machen, damit es authentisch aussieht. Tja, da habe ich nie Kokosnüsse in meinem Bett gegessen. Beim Teddybär? Das bringt nichts, ich habe ihn schon mehrmals geleckt und er hat keinen Kokosnussgeschmack. Den schon mehrmals geleckt. Okay. Na, vielleicht haben Piraten damit Kokosnüsse aufgeschnitten. Na, oh, verdammt, ich habe mir die Zunge in die Zunge geschnitten. Idiot. Oh Manno. Ich will jetzt irgendwas Kokosnussgeschmackmäßiges finden. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich sie immer nur zu eng gebunden. Ach, der Engel. Mir ist sie nicht danach, einen Engel abzulecken, um zu sehen, ob er nach Kokosnuss schmeckt. Oh, ich finde da etwas, was Taschentücher, das Druckpapier, die Handschellen, Gürtel, Maske. Ist hier irgendwas falsch? Meine Eltern haben mir so eine Peitsche den Hund geschlagen, so eine Grausamkeit. Tiere verdienen das nicht, nur Menschen. Druckpapier. Nee. Wo? Doch nochmal ein Bad. Produkte. Kokosnuss, Deodorant. Oh nein. Doch. Und ich hab's vorhin doch noch gesagt mit dem Parfum. Dem Duft. Erfrischen Sie sich mit diesem Kokosnuss-Deodorant. Kommen die Tropen zu Ihnen und zerstören den Schmutz. Moment mal, steht da Kokosnuss? Jawohl. Nicht schlecht. Das schmeckt ein bisschen nach Kokosnuss. Ja, und dann wollen wir mal das Eis nehmen. Das. Ja, das ist es. Etwas hier, noch ein wenig mehr. So. Ich habe etwas Kokosnussgeschmack auf das Eis gesprüht. Kokosnusseis erhalten. Er wird den Unterschied nicht mehr erkennen. Es spielt sich alles in seinem Kopf ab. Ja, okay, jawohl. Dann haben wir es ja. Und ich habe es noch gesagt und nicht genau angeguckt. Das war jetzt echt ärgerlich, sonst hätten wir es schon längst geschafft. Aber wie es ihm schmecken wird, dem netten Polizisten, werden wir im nächsten Part erfahren. Von Demetrius. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall wieder. Und ich freue mich schon auf den nächsten Part. Ich auch. Tschüss, macht's gut.